So, und weiter geht's. Wir sind immer noch auf dem Weg, das Chaos, was angerichtet haben, wieder. Und jetzt auch noch die Chaos-Kette. Ja, gut zu machen. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht. Und wieder mal ein Aufzug. Also ihr, Herr Uruk, jetzt kann es nicht daran liegen, dass wir zu fett sind. Wir fahren runter und sind trotzdem lahmarschig. Wo ist mein Turbolift? Oh, wie immer, vor der Ladesequenz. Oh, sollen wir uns ihnen stellen? Die Legionen des Chaos. Soldat, reißen Sie sich gefälligst sofort zusammen. Ja, Ma'am. Die anderen Züge ziehen sich zur Bastion zurück. Stellung halten, sonst sind sie abgeschnitten. Zum Gruß, Ultramarines. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass wir von allen Seiten von feindlichen Horden umgeben sind. Wir gehen zurück zum Kommandoposten, Captain. Okay. Dieser Leandros verdächtigt uns schon, also sympathisch war der mir nie. Na, was wird das denn? Ja. Ah. Da. Ne, das ist nicht so gut. Ja. Mit Zeit für euch zum Sterben. So. Ich kann Granatwerfer schwuchteln und kann ich auf den Tod nicht abhaben. Da. Halb so wild, oder? Wie, war's das schon? Ist ja lame. Ihr wollt den Planeten übernehmen gegen mich? Sein, sagen, dass alles gut ist. Ist es aber nicht. Die Toten liegen überall. Wir verbrennen die stinkenden Leichen, wenn es geht. Aber das Feuer zieht Orks an. Wenn man über die Milliarden Toten hier nachdenkt, wird man verrückt. Wohin man auch geht, man findet die Leute dieser Welt alle tot. Alle auf Hilfe wartend, die niemals kam. Hm. Moon ist nie verkehrt. Ich nehme mal wieder die Axt, damit ich mehr Waffen habe. Zum Beispiel den Melzer. Der ist gut. Was ist das für ein Geschrei hier? Stört nicht meine Konzentration, wenn ich die Gegend erkundschafte. Und dass er die erstaunlich gut ist, die Situation. Wieder einmal finde ich mich vor. Nicht mehr lange. So, von hinten. Durchgenommen. Beseitigt. So. Ah.
Und was willst du von mir? Ha! Ich weiß gar nicht, wovon man hier merkt. Orks, Chaos. Auf jeden Fall weiß ich, wovon am meisten da ist, wenn ich weg bin. Tote. Moon aufnehmen. Jawohl, habe ich schon. Munition ist nie verkehrt. So. Reinigen uns. So. Ah, ich habe ja dann Instant-Hinrichtung. Wie praktisch. Ja, außerordentlich praktisch. Aber wisst ihr was? Moment, wir sehen uns noch. So, ich brauche Energie. Ey, was sollte das denn jetzt? Der war viel zu weit weg. Ich hätte vielleicht doch einen Hammer behalten sollen. Gedanke des Tages. Untersuche deine Gedanken. Jetzt behalte ich auch den Hammer. So. Nutze eh kaum andere Waffen. Hier noch irgendwo Munition für mich? Nein. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen. So, und du? Bam! Du hängst da auch geil in der Luft rum. Ja. Am Boden festgebrannt. Komm. Nicht so hart. Ich vergesse mal, dass ich noch einen Scharfschützenmodus habe. So ein bisschen. Ah,
Ab und zu muss ich auch mal mich aufs Schießen beschränken. Ich weiß nicht, wo diese Explosivviecher sind, aber ich gehe mal schießen zurück. Weil die mag ich gar nicht. Ach, es ist wahr, die Grünen heute schießen. Das wäre mir alleine niemals aufgefallen. Ah! Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, was mich da jetzt eben getötet haben soll auf einmal. Hat er das gesehen? Halbe Energie auf einen Schlag. Und es war kein Vieh in der Nähe. Jetzt muss ich das Ganze wieder machen, gell? Das nervt. Also das nervt richtig. Der Part wird zu lang gehen, bis ich das geschafft habe. So. Das. Ich kann ja überhaupt nicht leiden. Ich kann euch jetzt alle nicht mehr leiden. Ihr geht mir auf die Nerven. Da. So. Wir machen das jetzt weitgehend von hier oben alles. Nicht ganz so hart. Ja, von hier oben sind wir wenigstens so ein bisschen geschützt. Keine Ahnung, wo das Hundevieh läuft. Oh, das sind diese Hundedrecksviecher. Jetzt geh ich mal runter. Munition und wenn geht, Granaten wieder auffüllen, ja. Und dann Granaten sind hier hinten und dann gehe ich wieder hoch. Dann probiere ich mal den Scharfschützenmodus in Wildheit aus. Verschwindet. Kein guter Kampf.
Naja. So. Wenn du super Nahkämpfer ist ja kein Problem. Kommt her! Du wolltest ja nicht anders. Jetzt lebst du noch. Oh, ein Aufzug. Oh. Also das war schon mal hier eine viel bessere Taktik, einfach hier oben zu bleiben und vor oben das alles zu machen, weil mitten im Getümmel ist es einfach zu unübersichtlich, das ist mal ruckzuck platt, wie ihr jetzt zweimal gesehen habt. Und das war doch jetzt einfach. Es ist manchmal wirklich einfach. Manchmal ist es nur die Taktik, die entscheidet. Und wir sehen uns wieder. Seien Sie gegrüßt, Mira. Jona, ich dachte, ich finde einen Dämon, der an Ihren Knochen nagt. Der würde mich glatt ausspucken. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ciao.